Hallo, herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung für ein neues anarchistisches Bewusstsein. Danke schon mal bei der Stage von About Future in München. Mein Name ist Jonathan und ich lade euch jetzt ein, euch diesen kleinen Vortrag von mir anzuhören, den ich eingereicht habe beim CCC. Es geht um diese Broschürentexte, die ich vor 2 Jahren geschrieben habe. Die hatte ich auch schon mal vorgestellt beim CCC, aber dachte, wir machen heute einfach nochmal ein Video, einfach weil ich die Gedanken, die ich da drin entfaltet habe, noch ein bisschen verbreiten wollte. Also, es geht um Anarchismus und das ist natürlich die große Frage, okay, was ist da das Ding? Der Anarchismus ist eine Strömung innerhalb des Sozialismus, die es schon sehr lange gibt, die es auch heute gibt, also eine recht kleine und sehr lebendige, vielleicht auch widersprüchliche oder sogar paradoxe Form, die Welt zu begreifen und sich darüber Gedanken zu machen, natürlich auch die Welt zu verändern. Und in diesen Broschüren versuche ich in einer neuen Form von Sprache oder in einer neuen Formulierungsart Grundgedanken des Anarchismus darzustellen, aber auch abzudaten und weiterzuentwickeln. Warum Anarchismus? Nun ja, ich glaube, da gibt es einiges zu holen, also auch im anarchistischen Denken, worum es hier ja jetzt geht, weil das Texte erstmal sind, wie ihr das einbauen könnt für das, was ihr macht, für das, was ihr denkt oder wie ihr mit Menschen seid oder etwas erschaffen und verändern wollt. Das werdet ihr selber sehen, glaube ich. Da könnt ihr schauen, was ihr euch da rausgreifen könnt. Und ich hoffe natürlich, dass ein paar interessante Gedanken dabei sind. Jetzt ist Anarchismus eine sehr vielfältige Strömung, das hatte ich schon gesagt. Mein Ansatz ist da ein bestimmter, also andere Menschen würden es natürlich anders darstellen. Ich versuche das Ganze von dem Ansatz der anarchistischen Synthese zu entfalten und diesen Gedanken, Anarchismus zu denken, etwas zu unterfüttern, weil ich glaube, da gab es nicht so viele Texte oder so viele Hintergrundüberlegungen, die das Ganze noch etwas ausbauen. Und so ging es auch los mit dieser ersten Broschüre, die ich geschrieben habe. Da steht hinten drauf als Zusammenfassung, Vielfalt zu ermöglichen und gleichzeitig Gemeinsames zu entwickeln, ist eine nie endende Aufgabe, welche sich der synthetische Anarchismus stellt. Dieser Text richtet sich vor allem an eine anarchistische Szene und stellt auf philosophische Weise Überlegungen zu dem Versuch an, pluralistische Organisation zu ermöglichen. Grundlagen dafür sind die Bereitschaft zur Reflexion und zu konstruktiven und solidarischen Auseinandersetzungen. Da können wir jetzt schauen, ob ihr aus dem, was ich erzähle, vielleicht was rausgreifen könnt, womit auch immer ihr euch beschäftigt, ist vielleicht was Interessantes dabei, das glaube ich zumindest. Also, wie ich eben schon vorgelesen habe, geht es darum, die Frage zu klären, wie ist es möglich, einerseits Vielfalt oder auch Pluralität zu denken und andererseits etwas Gemeinsames zu finden und herzustellen? Denn es ist das eine, wenn wir sagen, okay, es ist schön, wenn verschiedene Leute verschiedene Praktiken haben, in verschiedenen Gruppen sind, an verschiedenen Themen arbeiten, denn die Gesellschaft ist natürlich sehr komplex und da gibt es sehr viele verschiedene Menschen, vieles zu tun. Und trotzdem ist es das eine zu sagen, okay, das ist vielfältig und wir finden diese Vielfalt auch gut. Und etwas anderes zu sagen, wir führen das jetzt zusammen, wir synthetisieren es und suchen nach etwas Gemeinsamen. Und das ist aber eine wichtige Frage, denn es soll darum gehen, die Gesellschaft insgesamt zu verändern, in der wir leben. Ein weiterer Ansatz oder eine weitere Intention, die ich damit verfolge, ist die Erneuerung von anarchistischem Denken. Es gibt selbstverständlich auch neuere Texte aus den verschiedenen Spektren des Anarchismus, wo viel Debatte auch ist. Aber trotzdem hat anarchistisches Denken manchmal noch so diesen Touch, etwas angestaubt zu sein. Und dem möchte ich gerne, naja, nicht entgegenwirken, aber dazu möchte ich gerne etwas zur Weiterentwicklung beitragen. Das hat was mit dem zu tun, wie wir uns verhalten, was wir tun in der Gesellschaft, in der wir leben, aber eben auch, wie wir sie wahrnehmen, wie wir darüber nachdenken. Und deswegen ist eine Absicht, das anarchistische Denken zu erneuern. Und damit beziehe ich verständlicherweise auch Positionen. Ich sage, da gibt es einiges zu holen
und möchte auch Leute ermutigen, die vielleicht von ihrem Bauchgefühl her das sympathisch finden, sich weiter damit zu beschäftigen. Denn da sind viele Grundgedanken, die wirklich gut sind und die uns helfen, die Gesellschaft, in der wir leben, zu begreifen und auch zu verändern. Also, ich gehe erstmal so ran zu sagen, ja, viele Menschen, die damit unterwegs sind, machen schon die richtigen Dinge, haben schon gute Gedanken und gute Absichten, aber es geht darum, oder ich wünsche mir, diese Leute halt auch zu bestärken mit dem, was ich dann hier euch präsentiere. Und dann sollen diese Texte auch eine Inspiration darstellen. Also, da schwanke ich etwas zwischen einer großen Offenheit und dass ich viele verschiedene Dinge stehen lassen und akzeptieren kann und gleichzeitig meinem eigenen Wunsch, dass wir miteinander ein bisschen weiter vorangehen, dass wir etwas ernsthafter und selbstbewusster Veränderungen angehen, das unterfüttert. Also es geht schon auch um die Formierung eines sozialrevolutionären Projektes. Ja, das ist das Zusammenkommen eben von verschiedenen Strömungen, von verschiedenen Menschen, die unterschiedliche Stile mitbringen, dass sie sich zusammenschließen, um eben eine radikale Veränderung dieser Gesellschaft auch zu ermöglichen. Darüber gibt es im Anarchismus auch große Debatten. Wo soll das hingehen? Können wir das benennen, was jetzt dann dieses andere ist? Wie gesagt, unterschiedliche Meinungen dazu. Aber in meinem Nachdenken darüber habe ich mich dafür entschieden, dann zu sagen, doch, es ist schon möglich, dass wir eine andere Gesellschaftsform benennen. Und ich würde sagen, das ist der libertäre Sozialismus. Also ein Sozialismus, der freiheitlich ist. Das umfasst nicht nur die ökonomische Dimension, sondern die Form, wie wir miteinander leben und wie wir miteinander unsere Konflikte aushandeln und das, wie wir unser Zusammenleben gestalten. Aber natürlich auch die Frage, wer über welches Eigentum verfügt und wie die Dinge geregelt werden können. So viel zu den Absichten dieser Schriften. Und jetzt würde ich ein bisschen weiter reingehen und die euch nacheinander vorstellen. Ich hatte eben ja schon gesagt, es gibt sehr verschiedene Strömungen im Anarchismus oder der Anarchismus ist sehr vielfältig. Das seht ihr hier auch in diesem Schema. Ich kann mir vorstellen, das ist jetzt erstmal verwirrend. Ihr könnt auch einfach kurz auf Stopp drücken, wenn ihr wollt, und euch das ein bisschen genauer anschauen, weil es sehr komplex ist. Das habe ich selber mal zusammengestellt. Ihr müsst es auch nicht im Detail erfassen, sondern es geht hier damit einfach darum, das ein bisschen darzustellen, wie hat sich das entwickelt, also ab einem bestimmten Zeitpunkt entsteht Anarchismus als eine bestimmte Strömung innerhalb des Sozialismus und dann fächert er sich aus, zum Beispiel eben in diese individualanarchistischen Strömungen oder eben anarcho-kommunistische oder anarcho-syndikalistische. Also da gibt es sehr verschiedene, das ist heute nicht unbedingt das Thema, aber was ihr hier seht ist, okay, da gibt es offenbar ganz unterschiedliche Leute, die auch verschiedene Ansichten haben. Eine große Frage, die ich mir dabei stelle, ist, was ist dann aber der gemeinsame Nenner? Warum bezeichnen wir das alles als Anarchismus? Wie gesagt, das könnt ihr euch anschauen. Hier geht es erstmal darum zu sagen, okay, der Anarchismus ist offenbar sehr vielfältig und das ist auch so ein Merkmal, so ein Charakteristikum vom Anarchismus. Als ich diesen ersten Text geschrieben habe, vor 2,5 Jahren für eine neue anarchistische Synthese, war das für mich selber auch so eine Art Zäsur, ne? Dass ich gedacht habe, ja, ich bin jetzt schon lange mit solchen Gedanken unterwegs und wie kann ich das mitnehmen in meine eigene weitere Lebensphase? Aber auch in einem weiteren Rahmen merke ich, okay, es braucht immer wieder Form von Erneuerung unseres Denkens. Es muss aber auch nicht alles neu werden. Also wenn ich das für eine neue anarchistische Synthese genannt habe oder für ein neues anarchistisches Bewusstsein, möchte ich natürlich nicht damit sagen, dass jetzt alles komplett neu werden soll. Es sind viele gute Gedanken da, die es auch auszugraben gibt. Ich habe das einfach so genannt, um diesen Anschub zu bringen, diese Motivation, sich damit zu beschäftigen letztendlich. Und das ist ganz oft so, auch bei Gruppen, die zum Beispiel ein paar Jahre laufen, dass die dann manchmal stagnieren und sich zwischendurch wieder sortieren müssen und überlegen müssen, hey, an welchem Punkt stehen wir, was machen wir gerade? Deswegen habe ich das am Anfang so genannt, vor dem Aufbruch steht die Enttäuschung. Ich werde jetzt hier einfach ein paar Punkte nennen, die, um die es hier dann geht. Und da lese ich mal einen Absatz vor.
Für all jene, die aus verschiedenen Gründen Enttäuschungen in linken und anarchistischen Szenen erfahren haben, eure Enttäuschung ist berechtigt. Sie ist berechtigt, weil eure Ansprüche wie auch eure Bedürfnisse und Gedanken richtig sind und ihr von diesen ausgehen könnt. Ihr habt zu selten erfahren, dass sie erfüllt und gestillt werden. Da die Welt, in der wir leben, uns auf verschiedene Weise bedrängt und bedrückt, da wir alle Gewalt erfahren haben und in zerstörerischen Lebensweisen verhaftet sind, fällt es uns selbst, wenn wir ehrlich sind, unglaublich schwer, uns eine Gesellschaft ohne Ausbeutung, Unterdrückung und Entfremdung vorzustellen. Daher kann euch, die ihr aus verschiedenen Gründen Enttäuschungen erfahren habt, gesagt werden, eure Enttäuschung ist notwendig. Sie ist notwendig, weil wir den Schleier zerreißen und den falschen Schein durchschauen, weil wir mit den Illusionen brechen müssen, denen wir alle unterliegen. Nur wenn wir einen realistischen Blick auf die Dinge gewinnen, können wir von uns ausgehend handeln. Nur wenn unsere Zielvorstellungen keine Luftschlösser und Traumgebilde sind, können wir die neue Gesellschaft aufbauen. Nur wenn wir unsere Geschichten kennen, können wir uns als geworden, werdend und durch Zeit und Raum verbunden begreifen und gemeinsam echte Schritte in die lebenswerte Zukunft gehen. Nur wenn wir unsere eigenen Sehnsüchte und Leidenschaften begreifen, werden wir Verantwortung übernehmen und nicht anderen unsere Ansprüche aufzwingen. Und schließlich werden wir Herrschaften überwinden, wenn wir uns nicht herrschaftsförmiger Mittel bedienen. Das heißt, uns von der tief wurzelnden Annahme zu enttäuschen, wir oder jemand anders könnte besser reagieren. Deswegen bitte, bitte enttäuscht mich, raubt mir die Illusionen. Jeden Tag ein bisschen mehr, damit ich atmen kann und nicht immer keuchen muss, damit ich klarer sehen kann und nicht immer betrübt bin, damit ich keine Kadaver mit mir herumschleppe, sondern Blumen der Hoffnung trage. Niemand von uns hat einen Masterplan. Niemand von uns kann einen Masterplan haben oder sich einen ausdenken. Doch den brauchen wir auch nicht, denn jede von uns ist Expertin für irgendetwas. Nicht zuletzt für das jeweils eigene Leben, dass wir aber eben oft oder dessen Umstände wir oft nicht frei und selber gestalten können. Der Weg, um die Anarchie zu erkämpfen und einzurichten, anstatt bloß zu meckern, Recht zu haben, keine Zeit zu haben, harmoniesüchtig oder streitversessen zu sein oder schwarz-rote Gartenzwerge aufzustellen, besteht darin, dass wir unser jeweiliges Handeln aufeinander beziehen. Genau, jetzt habe ich euch hier so ein Stück vorgelesen, damit ihr auch einen Eindruck habt, wie habe ich versucht, das jetzt zu formulieren. Also ich habe versucht, eine Sprache zu wählen, mit der ich mich selber identifizieren kann und die es mir auch ermöglicht, schon sehr tiefwurzelnde Gedanken zu formulieren und rüberzubringen, dass es da um einiges geht. Und ich glaube, die Enttäuschung kann eben ein Ausgangspunkt sein. Also viele Menschen, also ich so zumindest erfahren, die so in weiteren Sinne linken Szenen oder eben auch in anarchistischen Szenen sind, kommen an Situationen oder Momente, wo sie sich fragen, hey, was haben wir da eigentlich gemacht die letzten Jahre? War das richtig? Können wir uns damit noch identifizieren? Und das sind so Momente, wo es einfach einen Bruch gibt, vielleicht auch biografisch oder eben in der Geschichte von einer bestimmten Gruppe. Worauf ich hinaus will, ist, dass es gerade solche Brüche braucht und auch die Infragestellung immer wieder dessen, was wir selber tun, damit wir uns weiterentwickeln. Und anstatt dann frustriert zu sein und zum Beispiel auszusteigen, in so ein bürgerliches Leben nur dann reinzugehen, glaube ich, gerade das sind die Momente, wo wir weiterkommen können. Und das ist so ein bisschen der Kontext, in dem diese Broschüren auch entstanden sind. Das wirft selbstverständlich die Frage auf, wer ist denn dieses Wir? Ich habe ja jetzt eben auch schon von so einem Wir gesprochen und da könnte man schnell meinen, okay, das ist so ein bisschen so ein ganz schwammiges Ding, ja, also so ein bisschen so ein Gefühlsduselei-Ding, ja, irgendwie wir, ja, wie, keine Ahnung, alle Leute, die, weiß ich nicht, träumen oder irgendwie sich zu so einem libertären Sozialismus oder zum Anarchismus hingezogen fühlen. Aber eigentlich sagt das natürlich nichts aus, weil es ja sehr verschiedene Menschen sind, die auch verschiedene Vorstellungen und Positionen haben. Also dieses Wir, das muss sich erst herausbilden. Ja? Das ist nicht einfach da, sondern es geht darum, dass Menschen sich immer wieder aufeinander beziehen, die mit ähnlichen Gedanken unterwegs sind.
es ist eigentlich in einem permanenten Prozess, dass wir überlegen müssen, okay, wer sind denn jetzt die Leute, mit denen wir unterwegs sind und wie schaffen wir so eine Gemeinsamkeit? All das steht in diesem Wir, glaube ich, drin, dass es eben nichts Festes ist, sondern etwas, was wir immer wieder aushandeln und herstellen müssen. Dann geht es weiter in dieser Broschüre damit mit der sozialen Revolution. Soziale Revolution ist ein großes Wort. Ich habe letztes Jahr dazu auch schon einen Vortrag gemacht beim CCC. Da könnt ihr mal schauen in der Mediathek, da ist der auch drin. Da erzähle ich ein bisschen was dazu. Großes Wort, wo man denkt, boah, Revolution, kann man das heute noch bringen und so. Wie gesagt, in dem anderen Vortrag begründe ich das, warum das Sinn macht, warum wir in solchen Kategorien denken sollten. Denn die Gesellschaftsform, in der wir leben, so dieser staatliche Kapitalismus und die anderen Herrschaftsformen wie Patriarchat, Naturbeherrschung, die weiße Vorherrschaft, sind einfach in einer unheimlichen Krise. Und auch das wurde zum Beispiel durch diese Corona-Pandemie jetzt nochmal sehr offensichtlich, dass es an ganz vielen Ecken eigentlich bröckelt und immer nur übertüncht wird. Denken wir an soziale Ungleichheit, an Kriegsdrohungen, an den Klimawandel, auch an patriarchale Unterdrückung und Gewalt. All diese Sachen sind eigentlich unhaltbar. Und anstatt es immer weiter zu übertünchen, gehen Anarchistinnen einen anderen Weg und sagen, es ist möglich, in einer anderen Form von Gesellschaft zu leben und für die zu kämpfen. Denn die wird nicht von selber kommen, sondern es geht darum, dass wir uns organisieren und die Dinge anders gestalten. Und das tun ja auch schon viele Menschen. Deswegen, ganz ohne irgendwie Revolutionsromantik, macht es Sinn, in so großen Kategorien zu denken, würde ich sagen. Damit ist es auch der Versuch, eine Antwort zu finden auf diese Blockade, in der wir heute sind, auf dieses Feststecken gesellschaftlich. Und die geschieht natürlich nicht nur von unserer Seite aus, sondern wir befinden uns gleichzeitig auch in einer Zeit einer vorweggenommenen Konterrevolution. Ja, die reaktionären Kräfte, die neue Rechte oder der Rechtspopulismus zum Beispiel, ja, antifeministische Kreise und auch der Rassismus sind in den letzten Jahren noch mal stärker geworden, haben sich auch stärker organisiert. Und ich würde aber sagen, das ist eigentlich eine Reaktion darauf, dass die Gesellschaft sich in eine libertär-sozialistische Richtung auch weiterentwickeln könnte, die natürlich auch gegen den Neoliberalismus steht, wie wir ihn kennen, der heute im Untergehen begriffen ist. Also zu sagen, okay, wir treten für was anderes ein, ist halt dann kein Selbstläufer, sondern eben ein aktiver Prozess, für etwas anderes zu kämpfen. Und da gibt es natürlich auch Gegnerinnen und Feindinnen, die uns entgegenstehen. Das ändert aber nichts daran zu sagen, anstatt nur einen Antireflex zu haben, zum Beispiel nur Antifaschismus zu machen, uns nur gegen etwas zu richten, können wir auch für Dinge eintreten, für die wir stehen. Und darum geht es hier in diesen Texten auch sehr stark, gerade Position zu beziehen für diese eigenen Inhalte, anstatt uns von unseren Gegnerinnen oder Feindinnen her zu definieren. Viele Linke machen das eben tatsächlich meiner Erfahrung nach anders oder haben das zum Beispiel seit 2015 anders gemacht, indem sie merken, okay, zum Beispiel der Rechtspopulismus greift immer mehr Raum und sie gehen in so einen Antireflex, da ist die Vorstellung, man müsste erst den Faschismus bekämpfen oder sowas in der Art, um dann eigene Dinge sozusagen vorbringen zu können. Und ich glaube, das ist nicht so. Oder Anarchistinnen schlagen einen anderen Weg vor, nämlich zu sagen, wir bestärken unsere eigenen Inhalte, eine gleichberechtigte, freiheitliche, solidarische Gesellschaft, die heute schon aufzubauen und der zu leben. Und das ist zugleich auch der Weg, eben reaktionäre Kräfte zurückzudrängen. Wie kann das gelingen, dass jetzt diese verschiedenen Leute und verschiedenen Strömungen zusammenkommen? Das ist natürlich keine Sache, die ich euch jetzt einfach so mal erzählen kann, sondern es ist eine Frage der Praxis. Ne? Es ist eine Frage, dass Menschen zusammenkommen, Konflikte aushalten und auch miteinander aushandeln. Das ist unheimlich schwierig, ist eine schwierige Aufgabe, weil wir gewohnt sind, auch in der Gesellschaft, in der wir leben, ganz stark uns auf unsere Identitäten und auf unser Recht haben zurückzuziehen, uns abzugrenzen durch die Abgrenzung zu anderen Gruppen oder Menschen. Neben dem autoritären Element, was da drin ist, dass die einen die anderen unterbuttern oder anführen wollen, hat das eben was mit der Unsicherheit über die eigenen Positionen zu tun. Menschen, die sich aber sicher sind darüber, wofür sie stehen und was sie wollen, sind gar nicht so darauf angewiesen, andere auszugrenzen oder sich von denen ganz stark abzugrenzen. Das gilt zumindest für Leute, auf die wir uns solidarisch beziehen, wo wir unterstellen, dass wir etwas Gemeinsames haben. Und das sind viele.
Natürlich geht es auch darum, zugleich sich von Menschen abzugrenzen, die tatsächlich gegen uns stehen oder eben ein reaktionäres Weltbild haben. Also das machen schon Leute heute. Also ich habe immer wieder Leute kennengelernt oder bin Leuten begegnet, die gerade so eine vermittelnde Haltung haben und verschiedene Positionen erstmal gelten lassen konnten, aber sie eben auch miteinander in Diskussionen bringen konnten. Und das brauchen wir heute auf jeden Fall in so einer, ja, vielleicht außerparlamentarischen Linken in einem weiten Sinne, in emanzipatorischen sozialen Bewegungen und auch in der explizit anarchistischen Bewegung die Fähigkeit, Kontroversen auszuhalten und auch durchzumachen, damit wir weiterkommen. Das bedeutet nicht, dass wir dann alle auf einem gemeinsamen Nenner rauskommen, dass wir alle immer die gleiche Meinung dann am Ende haben, sondern das ist natürlich ein kontinuierlicher Prozess, wo es darum geht, dass wir uns streiten. Aber die Frage ist, wozu dient dieser Streit? Wie funktioniert so ein Streit? Der sollte solidarisch und konstruktiv sein. Er sollte darauf abzielen, dass wir etwas Gemeinsames erstmal finden, dass wir versuchen, einen Konsens herzustellen und damit auch nicht aufhören, uns die Zeit nehmen tatsächlich für solche Formen von Auseinandersetzungen, um gemeinsam zu wachsen. Denn gerade die Vielfalt kann eben unsere Stärke sein. Vielfalt finde ich an sich etwas Wunderbares. Ich denke auch, dass eben eine libertär-sozialistische Gesellschaft sehr vielfältig sein wird, wo sehr unterschiedliche Menschen Raum haben, die sich auch verschieden organisieren. Die Frage ist, wie Konflikte da ausgehandelt werden. Und ich denke, das würde anders funktionieren als in der Gesellschaft, wo wir heute sind. Aber wir können damit schon beginnen, das anders zu organisieren. Also gerade eben diese Vielfalt auch in sozialen Bewegungen, an die ich vor allem damit denke, ist eine Stärke tatsächlich, weil soziale Bewegungen auf verschiedenen Feldern und in verschiedenen Themen unterwegs sein können, weil sie damit die Möglichkeit bieten können, die Menschen in ihrer Individualität zur Geltung zu bringen, dass sich eben sehr unterschiedliche Menschen einbringen können und das Gefühl haben, dass sie so, wie sie sind, auch gebraucht werden da. Das ist etwas eben eine Frage vielleicht der Haltung, eine Frage eben, wie wir das organisieren können. Ich sage jetzt das nicht, weil ich damit jetzt einen völlig neuen Gedanken habe. Wie gesagt, sind einfach auch viele andere damit unterwegs mit solchen Gedanken. Und trotzdem ist es oft immer schwieriger, sozusagen eine vermittelnde Position einzunehmen, anstatt eben dogmatisch einfach die eigene Position durchzuboxen. Leute, die offen sind für zumindest verschiedene Positionen, werden auch immer leichter angegriffen, ja, weil gesagt wird, okay, wo ist denn da die gerade Linie? Aber die kann auch dabei sein. Es schließt sich nicht aus, unterschiedliche Positionen gelten zu lassen und gleichzeitig einen eigenen Standpunkt zu Dingen zu beziehen. Also das ist ein ganz wesentliches Element für die Stärke von emanzipatorischen sozialen Bewegungen heute, zusammenzukommen, zu streiten und Kontroversen wirklich auszuhandeln. Nicht nur, weil das uns gut tut, weil wir dann menschlich besser miteinander umgehen, sondern tatsächlich als ein ganz wesentliches Element, um soziale Bewegungen stark zu machen und Dinge voranzukämpfen. Und diese gemeinsamen Grundlagen, die finden wir auch erst durch die Auseinandersetzung. Ja, das ist eben kein, wir sind alle irgendwie Linke und das soll dann irgendwas Gutes bedeuten, sondern da geht es um die Grundlagen, da geht es um die Inhalte. Was bedeutet das für dich zum Beispiel auch, Anarchistin zu sein oder dazu ein Gefühl zu haben? Was sind die Inhalte? Und viele Menschen haben dazu ja auch gute Gedanken und Positionen, aber es geht darum, die hervorzuholen und miteinander zu diskutieren. Und all dies ist im Wesentlichen die anarchistische Synthese, also der Versuch, verschiedene Strömungen, verschiedene Themen, verschiedene Menschen zusammenzubringen und das zu thematisieren. Dafür habe ich diese Broschüre geschrieben. Damit geht es weiter mit dieser zweiten Broschüre für eine neue anarchistische Theorie. Als ich den ersten Text geschrieben habe für die anarchistische Synthese, das war erstmal der Gedanke, hey, ich mache mal so ein Heft, ich mache mal diese Broschüre. Und dann habe ich ja gemerkt, in dem Schreibprozess, hey, es geht einfach weiter. Ich habe da noch mehr Gedanken, die ich formulieren möchte, durch meine Beschäftigung von früher, die ich eben auf eine freie Weise ausdrücken will, so wie es mir nahe liegt, dass ich da was reinlegen kann. Und da war das schon der Gedanke, okay, was ist anarchistische Theorie? Gibt es anarchistische Theorie? Auch ein großes Thema für sich. Aber diese Broschüre ist eben ein kleiner Einstieg da drin. Dazu seht ihr jetzt hier nochmal ein Schema. Wow, okay, das ist ganz schön überfordernd. Also ihr seht hier ganz schön viele
bunte Kreise drauf und Worte, ja. Also lasst euch auch davon nicht erschlagen oder drückt einfach mal kurz auf Stopp und guckt es euch an, wenn ihr wollt. Der Grundgedanke war, dass anarchistische Theorien natürlich nichts Abgekoppeltes für sich ist. Sie ist verknüpft mit Organisationsprinzipien im Anarchismus und mit einer anarchistischen Ethik. Darum geht es erstmal. Anarchismus als Theorie, als Lebensform oder Ethik und als Form, sich zu organisieren. Beides, wie sich soziale Bewegungen heute organisieren können, aber auch wie eine andere Gesellschaft, ein libertärer Sozialismus in einer zukünftigen Gesellschaft organisiert werden kann. Und alles dreies gehört zusammen, die Theorie, die Ethik, die Organisation. An der Stelle geht es um die anarchistische Theorie. Das seht ihr hier. Ich habe da 5 verschiedene Grundsätze rausgesucht, die theoretische Grundannahmen sind im Anarchismus. Das sind erstmal nur Worte, ist völlig klar. Also das geht nicht darum, dass sie an sich wahr sind. Ich nehme die raus aus der anarchistischen Theorie, also aus vielen Texten und auch Debatten von Menschen und merke, das sind so Grundbegriffe, die immer wieder kommen. Die Begriffe sind Kooperation, freie Vereinbarung, Selbstorganisation, soziale Singularität und Pluralität. Ich denke, viele von euch haben diese Worte auch schon mal gehört, wenn ihr mit ähnlichen Themen unterwegs seid. Soziale Singularität, okay, da merkt man schon, jetzt wird es hier so ein bisschen theoretischer, ist aber eigentlich gar nicht so spektakulär. Das meint, wie können wir denken, dass wir einzelne Menschen sind, besondere Einzelne, und zugleich sozial und gesellschaftliche Wesen, also das, was wir sind, immer in Bezug auf andere geschieht und in Verbindung mit denen gedacht werden kann. Das soll dieser Begriff ausdrücken. Und die anderen Worte sind auch Grundbegriffe anarchistischer Theorie. Die Selbstorganisation ist eben die Vorstellung oder die Wahrnehmung, dass sich eben Systeme, also schon auch angefangen in ökologischen Systemen, tatsächlich ganz viele Elemente oder Lebensformen sind, die sich aufeinander beziehen, miteinander kooperieren auch. Und sowas kann man auch für die menschliche Gesellschaft sagen. Es funktioniert natürlich nicht völlig von selber. Das sind auch wir, die wir handeln, auch bewusst handeln. Aber das sind eben Prozesse, die über uns als Einzelne hinausgehen. Und die Kooperation ist auch ein sehr wichtiger Begriff, ne? Es erstmal so ranzugehen, dass Menschen prinzipiell in der Lage sind und auch das denen gut tut, dass sie miteinander ihre Sachen aushalten, dass sie dann stärker sind, dass sie davon profitieren sozusagen, sich zusammenzuschließen. Auf die anderen Begriffe gehe ich an der Stelle nicht ein. Wie gesagt, das sind jetzt nicht Wahrheiten oder sowas an sich, sondern das sind eher, sage ich mal, Erfahrungen, die sich ergeben haben, schon über 100 Jahre und mehr, bei Leuten, die sich als Anarchistin verstehen und in sozialen Bewegungen. Warum ist es wichtig, sich auch Gedanken über die anarchistische Theorie zu machen? Denn Anarchismus ist ja nicht vor allem eine Theorie, sondern eine Form, wie man soziale Bewegungen organisiert und auch wie wir leben. Ich denke, es ist wichtig, das zu benennen, worum es geht. Da lese ich euch auch noch einen kurzen Abschnitt hier draus vor. Wir sollten uns darüber verständigen, was Anarchie in ihren zahlreichen Facetten für uns jeweils genauer umfasst. Denn sie ist kein Wunschtraum, sondern etwas, was Menschen realisieren können. Dies können sie aufgrund von Erfahrungen, in denen Anarchie schon teilweise verwirklicht war oder zumindest aufschien. Anarchie ist keine heile Welt, sondern ein Modus, wie Menschen ihre sozialen Beziehungen organisieren und gesellschaftliche Institutionen einrichten. Wenn Anarchie unser geteiltes Ziel ist, sollten wir uns Gedanken darüber machen, was wir genauer darunter verstehen. Sonst können wir kaum für sie streiten, andere von ihr überzeugen und uns die materiellen, sozialen und psychischen Grundlagen aneignen, um sie zu ermöglichen. Also, worum es hier eben geht, ist zu sagen, ja, natürlich, Anarchistinnen haben da schon ganz gute und richtige Positionen, aber lasst uns das eben unterfüttern. Lasst uns nicht nur bei diesem Bauchgefühl bleiben, ja, ich wünsche mir irgendwie eine Welt, wo alles dann so ein bisschen schöner ist und keine Gewalt mehr ist oder sowas in der Art. Da haben viele eben so Gedanken und Assoziationen und diese Gefühle, die sind auch total richtig, darum soll es auch gehen. Aber es geht um mehr. Wir können die Dinge begründen, wir können die Dinge auch theoretisch durchdenken, für die zum Beispiel Anarchistinnen streiten. Und deswegen braucht es auch anarchistische Theorie. Da gibt es verschiedene Grundannahmen in dieser anarchistischen Theorie. Ich stelle euch jetzt einfach nur so ein ganz paar vor. Alles andere könnt ihr hier auch weiter nachlesen oder auch in anderen Schriften, die vielleicht in eine ähnliche Richtung gehen. Also ich nenne nur so ein paar Aspekte jetzt. Zunächst geht es darum, Herrschaft zu begreifen. Ja, also wenn wir davon ausgehen, dass Anarchie eine
Gesellschaft ist, oder libertärer Sozialismus eine Gesellschaftsform ist ohne Herrschaft, die aber trotzdem immer durch die Anarchie immer weiter in Frage gestellt wird, also die nie fertig ist, sondern ein Prozess ist, dann müssen wir natürlich verstehen, was Herrschaft ist. Das werde ich jetzt an dieser Stelle nicht definieren, weil das ein eigenes Thema für sich ist, aber das ist eben ein Thema in der anarchistischen Theorie, Herrschaft zu begreifen. Und ich versuche das immer so zu beschreiben, dass es so ein bisschen analog ist wie dieser Welle-Teilchen-Dualismus in der Physik. Vielleicht kennt ihr das, ne? Das Licht kann zugleich ein Teilchen sein und zugleich eine Welle. Und übertragen bedeutet, dass Herrschaft ist zugleich in Institutionen. Ja, es ist natürlich ganz oft der Staat, aber auch nicht nur der Staat, also auch das Patriarchat oder eben auch Nationen und Grenzziehungen und so weiter sind Institutionen, wo sich Herrschaft verfestigt und verdichtet und in die Gesellschaft hineinreicht. Und zugleich ist Herrschaft aber auch ein Verhältnis. Es setzt Menschen in eine Beziehung der Regierung eben oder der Unterwerfung. Und da kommen wir auch nicht einfach raus, sondern wir sind da alle irgendwo mit drin. Zugleich auch immer Teil dieser Herrschaftsverhältnisse, die unterworfen werden, aber eben auch Teil einer herrschaftsförmigen Gesellschaft, die da irgendwie drin hängen. Also das zu begreifen und was es bedeutet, darum geht es unter anderem in anarchistischer Theorie. Jetzt könnte man sagen, wie früher andere Theorien, kommunistische Theorien, es braucht die Revolution und dann kommt der große Knall und dann kommt die befreite Gesellschaft. Aber ich bin sehr dafür, dass wir uns von so großen Abstraktionen mal loslösen, weil sie sehr problematische Züge haben können. Und Anarchisten denken auch anders über gesellschaftliche Veränderungen. Die denken eher so, dass gesagt wird, das, was wir eigentlich wollen, das ist auch schon immer da. Also zum Beispiel freiheitliche, solidarische, gleichberechtigte Beziehungen sind auch heute schon da. Wir müssen nicht alles komplett anders machen, sondern wir können darauf schauen, wo die Dinge schon anders geregelt werden. Es ist schon so, dass der Kapitalismus, der Staat, das Patriarchat, die weiße Vorherrschaft und die Naturbeherrschung, das sind dominante Herrschaftsverhältnisse. Da können wir nicht einfach so tun, als wäre das nicht da. Das bestimmt ja auch unser Handeln, ob wir wollen oder nicht. Aber gleichzeitig gibt es auch die ganze Zeit andere Verhältnisse, wie Menschen heute anders ihr Leben gestalten. Also es gibt parallel vorhanden verschiedene Verhältnisse, anstatt den Kapitalismus eben auch eine sozialistische Form Ökonomie zu organisieren, anstatt den Staat auch Ansatzpunkte von freien, dezentralen, autonomen Kommunen, eine andere Form sich eben anarchistischen Vorstellungen nach zu organisieren und anstatt eben der patriarchalen Beziehung auch ein gleichberechtigtes Verhältnis von verschiedenen Geschlechtern oder ein nicht ausbeuterisches, konvivales Naturverhältnis. Also das ist alles da, wir können hinschauen, wo diese Dinge da sind und die sollen natürlich stärker werden. Es soll darum gehen, die so groß werden zu lassen und so zu unterfüttern, dass wir tatsächlich auch dann insgesamt woanders hinkommen. Weitere Themen in der anarchistischen Theorie sind zum Beispiel die Subjekttheorie. Wie gestalten wir die Weise, wie wir leben, wie wir sind, wie wir sein können? Auch schon heute in dieser Form von Gesellschaft. Anstatt zu sagen, wir werden nur geformt durch zum Beispiel Herrschaft, können wir unsere Seinsweisen auch gestalten als ein aktiver Prozess. Im Anarchismus gibt es auch eine Klassentheorie, die aber davon ausgeht, dass eben Klassen in sich trotzdem oft gespalten, also heterogen sind, ganz unterschiedliche Leute zum Beispiel in der Arbeiterinnenklasse auch heute sind. Also die Frage, ne, wie kann eben so eine Klasse, die sozialstrukturell da ist, zu einem Subjekt werden, zu einem handelnden Subjekt, ist eben ein Prozess, den wir aktiv gestalten müssen, Menschen in verschiedenen Positionen zusammenzubringen, damit sie gemeinsam kämpfen, zum Beispiel gegen die Klassengesellschaft. Dann eine Hegemonietheorie, die auch in linken Kreisen oft sehr anerkannt ist, wird von Anarchisten nochmal anders thematisiert. Es geht darum, Hegemonie abzuschaffen, also die absolute Dominanz, könnte man sagen, eben eines bestimmten Weltbildes, auch in kultureller Dimension. Dass es eben so eine Dominanz gibt, ist an sich ein Problem für eine Gesellschaft, die vielfältig sein soll, wo unterschiedliche Welten Platz haben. Und trotzdem ist es nicht so, dass alle ihr eigenes Süppchen machen und nur ihre eigene Meinung haben sollen. Es geht darum, auch ein populäres Projekt zu schaffen, wo viele Menschen sich identifizieren, vielleicht sogar so einen Anarchopopulismus aufzumachen. Und ich denke, das ist möglich, ohne gleichzeitig eine Hegemonie anzustreben. Das wäre aber auch noch mein eigenes Thema.
Und sehr interessant im Anarchismus ist auch das Politikverständnis. Darum geht es dann nochmal in einem anderen Vortrag, den ich hier beim CCC auch machen werde. Ich würde sagen, das Politikverständnis im Anarchismus ist paradox, weil einerseits geschieht eine Bezugnahme und auch das Praktizieren von radikaler Politik. Auf der anderen Seite wird Politik auch ganz grundlegend kritisiert und auch abgelehnt. Und dazwischen entsteht eine Politik der Autonomie. Das ist in gewisser Weise paradox und macht eben das anarchistische Denken auch besonders, dass es so ein paradoxes Politikverständnis hat. Damit komme ich zur Frage nach der anarchistischen Organisierung. Hier im Schema seht ihr 5 grundlegende Organisationsprinzipien im Anarchismus. Das sind die Horizontalität, der Föderalismus, die Autonomie, die freiwillige Assoziation, das heißt freiwilliger Zusammenschluss und Dezentralität. 5 Prinzipien, die es schon sehr lange gibt, vielleicht so 160 Jahre und mehr. Und die aber auch heute sehr bedeutend sind für die Weise, wie sich emanzipatorische soziale Bewegungen organisieren können und eine Gesellschaft, die sie erkämpfen wollen. Damit geht es nicht darum zu sagen, dass die an sich wahr oder an sich besser sind, sondern es sind erstmal die, die es im Anarchismus gibt. Aber sie kommen auch woher? Sie kommen aus Erfahrungen von Menschen, die in solchen Zusammenhängen aktiv sind, die Position beziehen, sagen, das ist etwas, wofür wir eintreten. Und diese Erfahrungen machen auch Menschen heute ganz aktuell, wenn sie neu in Bewegung kommen, wie eben zum Beispiel bei Klimagerechtigkeitsbewegungen, und dann eben feststellen, okay, wir haben eine Auseinandersetzung darum, wie organisieren wir uns eigentlich? Sind wir eine außerparlamentarische Bewegung? Sind wir vielleicht die Vorhutbewegung von einer Partei oder orientieren uns direkt auf den Staat hin? Oder versuchen wir uns außerhalb davon zu organisieren, uns selber zu organisieren, nach Autonomie zu streben, wie das Anarchistinnen befürworten. Also darum werden immer wieder Streits geführt und Anarchistinnen haben dann natürlich bestimmte Positionen. In dem anderen Schema seht ihr verschiedene Modi, wie Menschen oder wie anarchistische Leute nach Autonomie streben. Und das bedeutet, einerseits sich rauszuziehen aus Herrschaftsverhältnissen, andererseits etwas anderes an ihre Stelle zu setzen und gleichzeitig aufzubauen. Dieser Doppelprozess ist wichtig, dieses Herausziehen, aber etwas anderes zugleich erschaffen. Da gibt es zum Beispiel eben den anarchistischen Individualismus, ja, wo es darum geht, die Einzelnen erstmal zu bestärken, damit sie gar nicht so angewiesen sind darauf, sich beherrschen zu lassen, dass sie sich selber bestimmen können. Oder der anarchistische Mutualismus und Kollektivismus, wo es darum geht, erstmal parallel Organisationen zu schaffen, zum Beispiel Nachbarschaftshilfe oder auch Hausprojekte und solche verschiedenen Sachen, wo Menschen sich auf einer direkten Ebene zusammenschließen, um sich zu unterstützen und etwas anderes damit aufzubauen. Oder der anarchistische Kommunismus, bei dem es noch stärker darum geht, so verschiedene Netzwerke überall in der Gesellschaft zu sehen, wo Menschen an verschiedenen Orten zusammenwirken können. Im anarchistischen Syndikalismus geht es darum, auch eine Parallelorganisation in einer autonomen Gewerkschaft aufzumachen, die tatsächlich auch auf kulturellem Gebiet zum Beispiel oder bei der Bildungsarbeit und in ganz verschiedenen Bereichen der Gesellschaft selbstorganisierte Formen schafft, um gewissermaßen eine Parallelgesellschaft aufzubauen, die dann stärker werden soll, um die Herrschaft insgesamt zu ersetzen. Und schließlich der anarchistische Kommunitarismus oder kommunitäre Anarchismus, da geht es vor allem um die Alternativbewegung und auch die Kommunebewegung, die natürlich nicht an sich anarchistisch ist, aber eben bestimmte Teile in ihr schon. Also die Suche nach neuen und anderen Lebensformen mit denjenigen Leuten, die bereit sind, etwas anderes zu schaffen. Und schließlich könnten wir noch sagen, so eine Tendenz nach Autonomie zu streben, ist auch der anarchistische Insurrektionalismus, das bedeutet aufständischer Anarchismus. Der hat allerdings keine positive Vision, wie so eine andere Gesellschaft aussehen kann, sondern besteht vor allem in der Negation der bestehenden Gesellschaft. Deswegen ist ein bisschen grenzwertig, ob der jetzt in das Schema gut reinpasst, wo es ja darum geht, wie gesagt, einerseits sich herauszuziehen, andererseits etwas anderes aufzubauen. Das sind nicht direkt Strömungen, so würde ich das nicht bezeichnen, sondern eben eher Tendenzen des Strebens nach Autonomie, eher Modi, wie Menschen oder anarchistische Leute etwas anderes machen wollen. Die vermischen sich in der Praxis natürlich auch, die sind nicht ganz klar voneinander getrennt. Und das hat was mit Organisierung zu tun. Organisierung funktioniert aber nicht einfach so abstrakt. Wir sind auf bestimmte Bedingungen angewiesen, ja.
Also die Form, wie sich Menschen in radikalen Bewegungen und Szenen organisieren können, ist selber etwas, wofür wir kämpfen müssen. Es gibt äußere Bedingungen, die uns auferlegt werden, wie wir über uns überhaupt uns organisieren können. Und manche sind auch abstrakter, wie zum Beispiel der bürgerliche Individualismus, der es uns schwer macht, teilweise viele Menschen zu versammeln und verbindlich und kontinuierlich zusammenzuschließen, steht eben vor der Herausforderung gleichzeitig, dass uns auferlegt ist, dass wir alle uns irgendwie selbst verwirklichen sollen und solche Sachen. Und natürlich auch andere Sachen, also Organisationen, die halt erfolgreich sind und dann halt von Repressionen betroffen sind, müssen sich überlegen, wie gehen sie damit um. Vielleicht organisieren sie sich clandestin oder sowas in der Art. Also gibt es bestimmte Bedingungen und je nachdem, was wir mit einer bestimmten Organisationsform wollen, müssen wir diese Bedingungen im Hinterkopf behalten, um dann auch zu verstehen, okay, was passt, was ist angemessen für den Kontext, wo ich mich organisieren will. Und das können wir dann aber bewusst gestalten. Es geht auch hier im Sinne der anarchistischen Synthese darum zu sagen, es gibt ganz verschiedene Formen, wie sich auch Anarchistinnen organisieren können. Und das ist erstmal eine gute Sache, weil die sich eben danach orientieren sollten, was wir wollen. Und das sind gleichzeitig auch unterschiedliche Sachen. Deswegen lese ich ja noch mal ein Stück vor, wo das rauskommt. Im Hinblick auf die anarchistische Synthese ist klar, dass es nicht die eine richtige Organisationsform geben kann, sondern eine Vielzahl von unterschiedlichen Ansätzen parallel zueinander vorstellbar sind. Dies hängt zwar auch zu einem gewissen Grad von persönlichen Vorlieben und Erfahrungen ab, richtet sich aber vor allem nach dem, was wir mit den jeweiligen Organisationen anfangen wollen. Autonome Gruppen, offene weltanschauliche Gesinnungsgruppen, soziale Bezugsgruppen, Syndikate, Netzwerke von Aktivistinnen oder die Arbeit in zivilgesellschaftlichen Vereinen haben also alle ihre Berechtigung, ihre Potenziale und auch ihre Begrenzungen. Das bedeutet jedoch nicht, dass es beliebig ist, welche Organisationsform wir wählen und dass es sich darüber nicht auch produktiv zu streiten gelte. In der Geschichte der sozialistischen und darin der anarchistischen Bewegungen wurden langanhaltende und gelegentlich erbitterte Auseinandersetzungen beispielsweise darüber geführt, ob Basisgewerkschaften bürokratisch verkrusten, ob Föderationen eher lähmen, als zum gemeinsamen Handeln zu motivieren, in welchen Phasen und Kontexten es sich öffentlich und wann es sich clandestin zu organisieren gilt. Oder eben, ob die Strukturlosigkeit vieler autonomer Gruppen nicht tatsächlich viel tyrannischer ist als gewisse demokratische Strukturen. Und solche Debatten sind enorm wichtig, weil es eben nicht stimmt, wenn Aktive aus verschiedenen Strömungen behaupten, ihre Organisationsform sei an sich die richtige. Sei es, weil sie den grundsätzlichen Antagonismus in der Gesellschaft bekämpfen würde, indem der Ökonomie ein Primat zugeschrieben wird, sei es, weil geglaubt wird, eine richtige Analyse zu haben oder schließlich, weil die Abspaltung von der Mehrheitsgesellschaft sowie von anderen Strömungen als Selbstzweck befürwortet wird. Also ich will damit sagen, dass es natürlich oder dass ich das gut finde, wenn es verschiedene Menschen gibt, die ganz verschiedene Organisationsformen wählen. Ich kann ja auch zugleich in einer sozialen Bezugsgruppe sein, in einer Aktionsgruppe und vielleicht in einer demokratischen Vereinsstruktur. Das schließt sich auch nicht aus. Also das ist gut, wenn verschiedene Organisationsformen gleichzeitig verfolgt werden. Aber es geht natürlich trotzdem darum, ob die angemessen sind für das, was wir wollen. Und das muss man immer wieder überprüfen. Ich würde sagen, nein, da gibt es eben nicht an sich die eine richtige Organisationsform. Das ist auch eine Diskussion, ist auch wieder eine Frage von dem produktiven, konstruktiven, solidarischen Streit, von dem ich vorhin gesprochen habe. Aber erstmal so ranzugehen, dass es Verschiedenes gibt, was gut zusammenwirken kann, ist, glaube ich, eine gute Grundeinstellung. Organisationen stehen aber immer nur auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss es genauso darum gehen, wie sind die Beziehungen der Menschen untereinander. Ja, da gibt es manchmal die komische Vorstellung, wenn wir erstmal die richtige Organisationsform finden für uns, dann wird es schon laufen. Dann können wir soziale Kämpfe voranbringen, dann können wir emanzipatorisch wirken. Und das ist aber nur die halbe Miete. Es muss immer um die Beziehungen der Menschen gehen und auch um die Entwicklung dieser Beziehungen. Und die nenne ich genossenschaftliche und solidarische Beziehungen. Genossenschaftlich deswegen, weil ich nicht mit allen Menschen befreundet sein muss, mit denen ich in einer Gruppe und in einer autonomen Gewerkschaft oder in einem anderen Zusammenhang bin. Darum geht es nicht. Das Genossenschaftliche ist eben eine besondere Form von Beziehung, die nicht nur freundschaftlich ist, die aber auch nicht nur eine Arbeitsbeziehung ist, sondern eben eine Beziehung, die uns in unseren gemeinsamen Kämpfen verbindet. Und das ist was sehr Wertvolles, was es eben zu stärken gilt.
Organisationen sollen dem Anarchismus aber immer wozu dienen. Sie sollen kein Selbstzweck sein. Sie sollen zum Beispiel dazu dienen, dass direkte Aktionen hervorgebracht werden. Ja, dass Menschen die Organisationsform nutzen, um dann direkt zu handeln und auch um sich zu ermächtigen, um sich stark zu machen und ein Selbstbewusstsein zu entwickeln. In so einem doppelten Sinne, ja, dass wir bewusst werden über uns selbst, wo stehen wir, wo stehen zum Beispiel Anarchistinnen in der Gesellschaft und dann selbstbewusst dafür eintreten können, dafür streiten können, was wir wollen. Dann gibt es im Anarchismus auch eine sehr lange und große Diskussion darüber, ob es darum gehen muss, mehr zu werden oder radikaler zu werden. Also eher eine radikale Minderheit zu sein, die dann aber eben Dinge sehr straight vorankämpfen kann oder eben möglichst viele Menschen mit ins Boot zu holen. Das aber gegeneinander zu stellen, ist totaler Quatsch, weil beides gehört zusammen, wenn wir den Anspruch haben, die Gesellschaft grundsätzlich zu verändern. Das schließt sich auch nicht aus. Wir können mehr Menschen einladen bei einem bestimmten Projekt, bei einer libertärsozialistischen Bewegung oder bei einer sozialrevolutionären Bewegung, die den libertären Sozialismus erkämpfen will, können wir mehr Menschen einladen, mitzumachen und gleichzeitig aber das Ganze auch in eine bestimmte Richtung zu lenken und nicht in so eine Beliebigkeit zu münden, sondern eben auf dieses Ziel auszurichten. Und das ist dann jetzt an der Stelle erstmal der letzte Punkt. Was uns heute noch ein bisschen fehlt, ist eine geteilte Vision darüber, wie sieht denn zum Beispiel so ein Ziel aus, so eine andere Gesellschaftsform. Das kann natürlich nicht so sein, dass ich jetzt hier als Intellektueller zum Beispiel das einfach aufschreibe, was irgendwie schön wäre. Das wären zwar ein paar schöne Gedanken, aber so funktioniert das nicht. Sondern wie unser gemeinsames Ziel sein kann, was unsere geteilte Vision ist, das ist eine große Diskussion mit ganz vielen Menschen, die in solchen Bewegungen aktiv sind, die sich darüber verständigen, wo es hingehen kann. Und ich kann jetzt zum Beispiel mit diesen Texten vielleicht ein bisschen Inspiration geben, aber letztendlich, damit es geteilt wird, braucht es eine Verständigung von ganz vielen Menschen. Aber die wäre wichtig, damit wir selbstbewusst eben vorankommen und auch mehr Menschen einladen können, für eine andere Gesellschaftsform zu kämpfen. Damit komme ich zu dieser vierten Broschüre, wo ich finde, dass sie eigentlich die schönste ist so für eine neue anarchistische Ethik. Das war eben so dieser Schreibprozess wahrscheinlich, wo ich das so nach und nach geschrieben habe. Habe ich mich dann immer mehr da so reingefilmt irgendwie in dieses Thema. Und ja, wie gesagt, ich persönlich finde das Thema interessant. Es wird aber auch nicht so viel diskutiert. Das ist vielleicht erstmal ein ganz wesentlicher Aspekt davon, eine Ethik auch diskutierbar zu machen. Ne? Nicht zu sagen, okay, es geht jetzt um, wir sind bessere Menschen oder um gutes, richtiges Verhalten oder so, sondern zu sagen, es geht um die Frage, wie leben wir miteinander, wie gestalten wir unser Leben und auch das eben in einer kommenden Gesellschaft. Und das verhandelbar zu machen, ich glaube, deswegen lohnt sich das Anarchismus auch als Ethik zu diskutieren. Hinten drauf steht, wie lässt sich ein gelingendes, reiches, schönes, erfülltes Leben beschreiben? Wie lassen sich die Bedingungen herstellen, die Ressourcen aneignen, die Fähigkeiten erlernen, um es einzurichten? Und wie kann es schließlich für alle möglich werden? Nicht gegeneinander, sondern miteinander. In geteilter Verantwortung für uns selbst, für andere und für die Mitwelt. Diesen Fragen geht die anarchistische Ethik nach, deren Grundzüge in diesem Text dargestellt werden. Auch hier seht ihr wieder das Schema mit ethischen Grundwerten. Das sind die Gleichheit. Gleichheit hat natürlich eine Dimension der materiellen Gleichheit, ja, dass alle Menschen das haben, was sie brauchen, im Eigentum vergesellschaftet ist und wir die Dinge haben, die wir brauchen, hat aber auch eben eine politische Dimension, eine gleichberechtigte Form zu partizipieren, die Dinge, die uns angehen, zu gestalten und hat natürlich auch vor allem eine Dimension eben der Würde, der Gleichheit von Menschen. Solidarität ist ein weiteres großes Stichwort als ethischer Wert auch, Selbstbestimmung, soziale Freiheit, also dass unsere eigene Freiheit eben immer im Zusammenhang mit der Freiheit von anderen Menschen gedacht wird, nicht eben in Abgrenzung zu denen, sondern als geteilte Freiheit und die Vielfalt. Also da würde ich sagen, das sind auf jeden Fall ethische Grundwerte im Sozialismus insgesamt. Aber im Anarchismus wird diese Ethik eben besonders diskutiert und kommt ihr ein besonderer Stellenwert vor zu. Es geht eben nicht darum zu sagen, okay, es kommt irgendwie zum Beispiel die Revolution oder sowas in der Art und dann können wir ein ethisches Leben führen, sondern wir müssen schon heute anfangen, unser Leben eben anders zu gestalten, um woanders hinzukommen.
Ethik ist dann vielleicht so ein Wort, wo dann manchmal gedacht wird, okay, ist das nicht eher so ein konservatives Ding? Ja, so Konservative reden ja zum Beispiel von den Werten oder so, der Familie, ne, oder der Gemeinschaft und so weiter. Das hat zwar diesen Touch, aber ich würde sagen, im Sozialismus insgesamt wurde das ein bisschen vernachlässigt, auch eben Ethik zu diskutieren und damit verhandelbar zu machen. Und das ist jetzt zwar so ein bisschen Wortklauberei, aber ich würde da Ethik auch im Gegensatz zu einem festen Moralsystem sehen. Also bei der Ethik wird eben nicht abstrakt durch irgendwie ein religiöses oder philosophische Überlegung bestimmt, was an sich gut oder richtig oder falsch und schlecht ist, sondern eben durch die Menschen, die daran beteiligt sind, so eine Ethik auszuhandeln. Und das kann in einem unterschiedlichen Kollektiv natürlich auch verschieden sein. Es ist auch nicht einmal gesetzt, sondern es muss immer wieder verhandelt werden an dem konkreten Fall. Was verstehen wir als gut, richtig? Was ist eine Grenzüberschreitung? Was sehen wir auch als schlecht oder vielleicht sogar als böse an? Aber eben nicht abstrakt gesetzt durch so ein Moralsystem, nicht durch Einzelne, die halt sagen, was jetzt gut oder richtig ist, sondern durch einen Prozess der gemeinsamen Verhandlung, der Verständigung darüber, was wir als gut, richtig, schlecht, falsch empfinden. Und das ist eben ein Unterschied, wie gesagt, zu einer bürgerlichen Moral, die auch immer ein Teil eben der Herrschaftsordnung ist oder die widerspiegelt und auch durchsetzt. Dazu lese ich euch jetzt nochmal einen längeren Teil vor, auch damit ihr nochmal einen Eindruck kriegt davon, wie ich schreibe und meine Gedanken da entwickle. Die konsequente Praktizierung anarchistischer Ethik ist eine ziemlich komplizierte und anstrengende Angelegenheit. Und das muss sie auch sein, denn immerhin geht es um einen Zusammenhalt der jeweiligen Gruppen und Gemeinschaften auf der Basis ihrer Gleichberechtigung, Freiwilligkeit und solidarischen Bezugnahme aufeinander. Von den tatsächlichen sozialen Beziehungen der Einzelnen auszugehen, ist weit schwieriger, als irgendwelche gesetzten Moralkodexe anzuwenden. Doch aus anarchistischer Perspektive ist die Arbeit an diesen herausfordernden Prozessen äußerst wichtig, weil nur auf diese Weise Kollektivität hergestellt werden kann, ohne die Einzelnen zu unterdrücken. Und weil nur so die Rahmenbedingungen geschaffen, die Ressourcen verteilt und die Fähigkeiten erlernt werden können, damit Menschen ein reiches, schönes und erfülltes Leben verwirklichen können. Denn jenes kann in der Vorstellung der anarchistischen Ethik eben nicht in einem konkurrierenden Gegeneinander, einem desinteressierten Nebeneinander, sondern nur in einem solidarischen Miteinander gelingen. Mit der anarchistischen Ethik wird danach gestrebt, auf eine gleichberechtigte, solidarische und freiwillige Weise Vereinbarungen zwischen konkreten Personen und Gruppen zu erzielen, ohne diese an moralischen Urteilen oder Bewertungen festzumachen. Dabei geht es um die geteilten Grundlagen eines Kollektivs oder einer Kommune und um deren Auslegung in konkreten Fällen. Dies beinhaltet darüber hinaus auch Überlegungen zu einer gelingenden Lebensgestaltung der Einzelnen. Sie sind damit verbunden, weil Menschen soziale Wesen sind und ihre Vorstellungen nur in Auseinandersetzungen und im Zusammenhang mit anderen verwirklichen können. Doch Versuche und Ansprüche, eine derartige anarchistische Ethik zu praktizieren, befinden sich nicht im luftleeren Raum oder werden allein nach unserem guten Willen und unserer Motivation, dies zu tun, umgesetzt. Denn wir leben in einer bestimmten Herrschaftsordnung, welche als staatlich, kapitalistisch, patriarchal, grenzziehend und mitweltunterwerfend beschrieben werden kann. Diese Herrschaftsverhältnisse werden durch eine herrschende Moral verschleiert, legitimiert und aufrechterhalten. Ethisches Leben im anarchistischen Sinne ist daher auch Protest gegen die herrschende Moral, wie gegen die dominanten gesellschaftlichen Verhältnisse, gegen die privilegierten Klassen und Gruppen in ihr, welche von der Herrschaftsordnung profitieren und sie aufrechterhalten. Somit können als ethisch gut und gelingend erachtende Lebensweisen nur in dem Maße umgesetzt werden, wie Herrschaft unterlaufen und abgebaut werden kann. Weil es stets auch andere als die dominierenden Verhältnisse der Unterdrückung, Ausbeutung, Entfremdung und Entwürdigung gibt, stehen Menschen jedoch in der Verantwortung, auch heute anders zu handeln, anders miteinander zu leben und ihre eigenen Leben mit dem Anspruch von Selbstbestimmung zu gestalten. Dies setzt anarchistische Ethik in eine kontinuierliche Spannung mit dem Bestehenden, von dem sie geprägt ist, aus dem sie hervorgeht, die es aber auch überwinden kann. Wie in jeder Form von Ethik besteht da auch eine Kluft zwischen Sein und Sollen. Und diese zu verringern, ist ein Abbau von politischer, ökonomischer, geschlechtlicher Ungleichheit erforderlich.
Dies spricht dafür, ethisch wünschenswertes Leben und Gemeinschaftsformen zu entwickeln und das Erstrebenswerte in experimentellen Prozessen unter den gegebenen Bedingungen zu verwirklichen. Ja, also jetzt habt ihr nochmal einen Eindruck, wie das so ein bisschen klingt in der Broschüre. Geht natürlich auch noch ein bisschen weiter. Worum es hier geht, ist eben, dass die anarchistische Ethik nicht darauf abzielt, dass wir irgendwie bessere Menschen werden, sondern dass wir die Bedingungen schaffen, wie wir ein Leben, was wir als ethisch gut empfinden, tatsächlich leben können. Und das bedeutet dann auch direkt die Veränderung der Gesellschaft, in der wir leben. Viele von uns, würde ich sagen, sind ganz oft in einem Zwiespalt. Ja, wir wissen eigentlich, okay, wir sind verstrickt einfach in zerstörerischen, in ausbeuterischen Beziehungen. Und Menschen, die Anarchistinnen sind, leiden darunter, weil es ja Aspekte von Herrschaft sind, von der wir nicht frei werden können. Denn wir sind Teil der Gesellschaft. Und dann wird es manchmal so eine nur Konsumkritik oder so, eben die Suche danach, irgendwie ein besserer Mensch zu sein und so. Anarchistische Ethik eben versucht das zu einem Teil auch, aber versucht es vor allem gemeinsam und nicht individuell, nicht über schlechtes Gewissen, sondern über die Potenziale, die wir haben, eine andere Lebensform zu schaffen und eben in Konflikt auch tatsächlich mit der bestehenden Gesellschaftsordnung. Die ethische Kritik ist ja ein ganz starkes Moment, eben die Zerstörung, die Ausbeutung, die Unterdrückung zu kritisieren, in der wir leben. Dann gibt es verschiedene Themen, die im Anarchismus unter dieser anarchistischen Ethik verhandelt werden. Ich nenne jetzt hier nur ein paar wenige. Zum Beispiel das Spannungsfeld zwischen Einzelnen und Gemeinschaften. Ja, wie ist das möglich, ne, dass Einzelne wirklich sozusagen Besondere sein können, die ihre Leben selber gestalten und sich trotzdem auf Kollektivität, auf Gemeinschaftlichkeit beziehen? Dass sie gemeinschaftliche Individuen wären und Kollektive aber wiederum die Einzelnen nicht unterdrücken. Das ist ein Spannungsfeld, was sich nicht einfach so auflösen lässt, was in der Gesellschaft, in der wir leben, besteht und wo Anarchistinnen versuchen, eine ethische Antwort darauf zu finden, wie das gelingen kann. Dann ein Thema, das habe ich materialistische Spiritualität und Holismus zur Sinnstiftung genannt. Also eine Spiritualität im Sinne von, wir fühlen uns verbunden. Das meint auch Holismus, eine Ganzheit. Und ich glaube, das ist möglich, eben so eine Sinndimension zu denken, ohne deswegen in religiösen oder esoterischen, vielleicht noch nicht mal in philosophischen Kategorien zu denken, sondern bei der Sinnstiftung, da würde ich sagen, es geht einfach um ein Bedürfnis von Menschen, ihre Leben zu interpretieren, ihren Raum im Kosmos zu verstehen, was machen sie mit ihrem Leben. Das sind auch Bedürfnisse und das sind ethische Fragen, die wir klären können, ohne auf Religionen zurückzugreifen. Und auch das können wir verhandeln und müssen das nicht als so eine individuelle Sinnsuche nur sehen, sondern Anarchismus kann auch in dieser Sinndimension versuchen, Antworten zu finden. Oder da würde ich sagen, das ist, was Anarchisten auch versuchen. Dann weiterhin die Frage der Gestaltung des gesellschaftlichen Naturverhältnisses. Ja, Natur ist ja oft so als Gegensatz zur Kultur konstruiert. Ja, also wenn man so irgendwo lang wandert, dann sagt man, okay, wir genießen jetzt die ursprüngliche Natur. Aber das ist immer eine Projektion auch von der Zivilisation und Kultur, in der wir leben. Also wirkliche Natur im Sinne von unberührt gibt es heutzutage nicht. Menschen haben alles umgestaltet. Und das heißt, die einzige Möglichkeit, das zu verändern, ist, das Verhältnis, in dem die Natur unterworfen wird, zu verändern. Also ein anderes gesellschaftliches Naturverhältnis zu schaffen, was eben nicht zerstörerisch ist. Ich nenne das konvival, also im Sinne von miteinander. Und das glaube ich auch, dass das möglich ist und dass eben ein libertärer Sozialismus daran arbeiten muss, so ein anderes nicht zerstörerisches Verhältnis zur anderen Lebensform zu schaffen. Ein großes Thema in der anarchistischen Ethik ist die Frage nach der freiwilligen Ordnung, nach einer situativen Gerechtigkeit. Also wie können wir Gerechtigkeit herstellen in bestimmten Situationen? Nicht abstrakt, was richtig und falsch ist, sondern anhand von den Konflikten und Aushandlungsprozessen von konkreten Menschen. Und wie können wir darauf abzielen, diese Konflikte auch tatsächlich zu lösen? Da gibt es eben zum Beispiel die Ansätze von Transformative Justice, die auch noch weiter ausgebaut werden müssen, womit sich Leute auch heute beschäftigen, wo ich jetzt nicht einfach die Antworten habe, aber wo ich schon denke, es gibt andere Möglichkeiten, als Leute zu zwingen oder zu bestrafen, mit Gewalt oder Grenzüberschreitungen und Konflikten umzugehen, die natürlich sehr kontrovers und kritisch diskutiert werden müssen. Eine Gretchenfrage im Anarchismus, so würde ich das nennen, ist immer die Frage des Umgangs mit Gewalt. Ja, da wird dann oft so eine Spaltung aufgemacht, wie die, die Gewalt anwenden und die, die Gewalt ablehnen oder sowas in der Art. Und das ist auch ein großer Streitpunkt tatsächlich im Anarchismus, weil da geht es ja darum, dass die Praktiken, die wir machen, den
Zielen entsprechen sollen, wo wir hinwollen. Und das ist auch eine gewaltfreie Gesellschaft. Aber so leicht kommt man eben aus dieser Diskussion raus. Es gibt keine einfache Antwort. Auch ich habe da keine einfache Antwort darauf, weil es ja schon mal die Frage berührt, was ist überhaupt Gewalt, wo fängt sie an? Also ein großes Thema für sich, wo anarchistische Ethik versucht, eben eine Antwort zu finden. Ein Thema, was mir besonders wichtig ist persönlich, ist der ernsthafte Humor statt einem bürgerlichen Zynismus. Ja? Also gerade in diesem Zwiespalt, in einer zerstörerischen, gewaltvollen Gesellschaft zu leben und zu wissen, dass es eigentlich falsch ist, dass wir eigentlich woanders hinwollen, führt Leute in so einer linken oder vielleicht auch radikalen Linken ganz oft in so eine zynische Haltung. Ja, wir wissen halt, dass es schlecht ist, aber wir können eben scheinbar doch nichts verändern, weil es immer angeblich die Totalität oder sowas ist, die uns das verhindert. Und dann feiert man das auch noch irgendwie, dass man da nichts verändern kann. Und ich würde sagen, das ist eine sehr bürgerliche Denkweise, dieser Zynismus gegenüber. Wir sollten das sehen, wo Leid zum Beispiel produziert wird, wo wir auch darin verstrickt sind. Und das ist keine schöne Sache. Die Frage ist, wie können wir das aushalten? Wie können wir die Sachen facen und das akzeptieren, dass wir in einer zerstörerischen Welt leben und das aber als Ausgangsbasis nehmen, um woanders hinzukommen und für etwas anderes zu kämpfen, um unsere Würde und die Würde von anderen Menschen zu kämpfen. Und ich würde sagen, Humor ist dann eigentlich die Kehrseite von Ernsthaftigkeit. Beides gehört miteinander zusammen. Es bedeutet, sich von sich selber distanzieren zu können, aber auf eine positive, auf eine versöhnliche Weise, die nicht bestrafend ist, also anzuerkennen, dass wir eben darin verstrickt sind, aber eben auch eine gewisse Distanz immer wieder herzustellen zu können, gerade damit wir unser Leben, was wir ja, wo wir auch ein Recht haben, dass es ein schönes, gelingendes Leben ist, gut gestalten können und auch für etwas anderes kämpfen können. Das ist eine Frage von Haltung, die wir mit uns selber entwickeln können, wenn wir weitermachen wollen, wenn wir weiter an solche Zielsetzungen zum Beispiel glauben. Und Ethik ist das eine, ne? Wie gesagt, geht es nicht darum, irgendwie bessere Menschen zu werden, sondern es geht darum, im Endeffekt andere Beziehungen zu stiften. Also solidarische, gleichberechtigte, freiheitliche Beziehungen. Es geht um die Frage, wie leben wir miteinander? Und das ist für einzelne Gruppen, aber auch die Umgebung, in der wir leben, macht es eben einen Unterschied. Und wir können da einen Anfang schaffen, auch auf dieser ethischen Ebene eine andere Lebensform zu schaffen. Also ebenso großer Teil im Anarchismus. Okay, danke soweit erstmal fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr seid gut durchgekommen. Es war ja relativ dicht, was ich jetzt erzählt habe. Also schon viel Inhalt. Klar, hier ging es ja auch um 4 verschiedene Texte. Und wie wahrscheinlich auch rübergekommen ist, merkt ihr, ich habe mich da einfach lange damit beschäftigt. Lasst euch dafür nicht abschrecken. Ihr könnt es ja auch einfach nochmal anhören oder nochmal einen Stopp machen zwischendurch. Das waren jetzt hier die Texte. Und am Anfang, ihr erinnert euch, hatte ich eben dieses Schema hier eingeblendet, ja, mit diesen ethischen Grundwerten, den Organisationsprinzipien und den theoretischen Grundlagen im Anarchismus. Das sind natürlich nur so ein paar Begriffe. Das ist nicht, wie es an sich ist. Einfach der Versuch, etwas sehr Komplexes und Tiefgründiges im anarchistischen Denken zu erfassen und zu veranschaulichen. Ich hoffe, es kam was rüber, wie gesagt, was auch bei euch, bei dem, was ihr so macht, andockt, wo ihr euch was draus greifen könnt. Und das wollte ich damit auch rüberbringen, dass es im anarchistischen Denken eben sehr viel zu holen gibt. Das ist deutlich fundierter und komplexer, als selbst Anarchistinnen selber teilweise meinen. Es geht eben nicht nur um diese Bauchgefühlssachen, auch wenn die oft richtig sind und auch wichtig sind, ist da noch viel mehr dahinter, was ziemlich interessant ist. Was ich jetzt nicht gemacht habe, auch wenn ich sehr viel geredet habe, war, euch nur eine abstrakte Theorie zu präsentieren. Also ich habe jetzt nicht nur davon gesprochen, wie es irgendwie schön wäre, das oder irgendwas sein müsste, könnte, sollte, sondern schon versucht, meine Gedanken danach zu entfalten von dem, was ich auch erlebt habe und auch von Eindrücken, die ich von anderen Menschen gehört habe, sodass es, denke ich, schon andockt an dem, wo zum Beispiel Anarchistinnen stehen oder auch in einem weiteren Sinne Leute, die aktiv sind in emanzipatorischen sozialen Bewegungen, auf die ich mich da vor allem auch konzentriere, zum Beispiel auch die Klimagerechtigkeitsbewegung. Also dieses Wissen, was ich euch hier dargestellt habe, ist auf jeden Fall mit Erfahrungen verknüpft und ihr könnt euch da was rausgreifen und gucken, okay, wie könnt ihr euch das bei euch einbauen, wie dockt es an? Und trotzdem braucht es auch die Erneuerung, ne? Gerade wenn ich sage, okay, ich positioniere mich und trete hier für den Anarchismus ein,
geht es darum, dass es den auch weiterzuentwickeln gilt, weil der ist ja nicht an sich wahr oder richtig oder sowas in der Art, sondern der Gehalt, der da drin ist, muss eben weiterentwickelt werden. Ich habe ja versucht, so ein paar Grundgedanken darzustellen. Dafür waren diese Broschüren da, aber diese Grundgedanken im Anarchismus habe ich auch aktualisiert und auf eine undogmatische Weise weitergedacht. Und so können sie hoffentlich als eine Form von Inspiration dienen, eine Inspirationsquelle sein und zur Selbstreflexion anregen bei den Leuten, die sich damit vielleicht auch schon länger beschäftigen. Ihr könnt die Broschüren bestellen beim Online-Versand blackmosquito.de. Ihr könnt die aber auch kostenlos bei mir auf dem Blog downloaden, der heißt paradox-a.de. Wie ihr wollt, bestellt sie auch gerne. Wenn ihr weiteres wissen wollt zu dem, was ich mache, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben, findet ihr auch eine Adresse auf dem Blog. Ihr könnt mir auch gerne schreiben, falls ihr zufällig irgendwie ein paar Kröten übrig habt und die spenden wollt, um unsere Arbeit hier zu unterstützen. Da bin ich nicht dagegen. Abgesehen davon schreibe ich auch noch eine Dissertation und möchte die veröffentlichen. Also da, falls ihr irgendwie Kohlen übrig habt, könnt ihr mir schreiben und wir gucken mal, wie ihr das vielleicht rüberschieben könnt. Hätte ich nichts dagegen. Ich bedanke mich auf jeden Fall auch bei dem Space About Future, wo wir das machen konnten. Danke für euer Interesse. Ich hoffe, das hat auch gepasst ein bisschen zu dem, was ihr sonst macht und wie ihr es vorgestellt habt. Einen schönen Dank auch hier an den Raum, dessen Name nicht genannt werden darf, aber wo wir uns mal so eingezeckt haben. Und an die beiden Leute, die so die Kamerasachen gemacht haben. Miri und Chris, cool, dass ihr das gemacht habt. Ja, und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich halte es einfach nochmal hoch. Wenn ihr Interesse habt, schaut gerne mal rein. Würde mich freuen. Kommt mit mir in Kontakt, da gibt es eine Möglichkeit. Und noch einen restlichen schönen CCC und ein gutes neues Jahr. Tschüss, schönen Abend.